Weiter geht's mit Plock. Wir sind hier bald durch mit der schwarz-weißen Suche Nostalgia. Ja, das war nett. Ich hätte stehen bleiben müssen. Diese Begrüßungen am Anfang eines Levels, die sind einfach nur einladend. Hui, wie soll man das? Und die Brücke geht auch noch kaputt. Was könnte es Schöneres geben als dieses Level? Ich glaube, da kommt man schwer drüber, ohne getroffen zu werden. Wir folgen einfach mal dem Baumstamm. Er wird uns den Weg weisen. Ja, sieben Leben hatte ich gerade noch. Wie soll ich denn da durchkommen? Ich bleibe einfach erstmal hier stehen, dann habe ich schon mal mehr Lebensenergie. Das könnte sich schon als sehr wertvoll erweisen. Und ich weiß nicht, eigentlich hätte ich gesagt, oben drüber. Anschießen ist das... Nee, ja doch. Aber da ist noch einer hinten dran, das ist das Problem. Nein, es geht nicht. Und er hat auch überhaupt keine Unverwundbarkeitsphase, wenn er getroffen wurde. Der kann direkt wieder Schaden nehmen. Richtig scheiße. Es geht nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich da früher mal durchkam. Es gibt vielleicht noch irgendeinen Trick. Bienen habe ich auch nicht. Ich glaube, Opa Block kannte noch keine Bienen. Ups, Vorsicht. Ich würde ja unten drunter gehen. Mal ausprobieren. Ja, das war super. Aber ihr habt den Gedanken gesehen. Ihr könnt Gedanken sehen. Ist das nicht genial? Der Holzstamm hilft mir leider auch überhaupt nicht. Der hätte ja die Gegner aus dem Weg räumen können. Der ist auch ganz schlecht. Ich glaube, da muss ich nach dem ersten erstmal... Das bringt aber nichts. Ich komme da nicht durch. Zum ersten Mal, dass ich richtig Probleme habe. Und ich weiß gerade noch gar nicht, wie ich das machen soll. Ich muss jetzt einfach mal versuchen, einen Weg zu finden, das ordentlich... Weiß nicht. Viele Gegner gibt es ansonsten nicht, nur diese Schießblumen. Da Vorsicht, ins Wasser will ich auch nicht, da gehe ich noch mehr kaputt. Ja super, ich habe es jetzt mal versucht, eins am anderen zu machen. Gleich bin ich Game Over, ich glaube es ja nicht. Drei Leben noch. Wie haben die sich das vorgestellt? Das ist richtig fies. Habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass dieses... Die gehen halt direkt hoch, wenn man sie getroffen hat. Da kann man nicht ausweichen. Dieser blöde Baumstamm nervt auch. Da, ich glaube, ich habe... Wenn ich eine Chance haben will, muss ich schon schießen. Ja, immerhin, ich lebe noch. Kann ich es jetzt bitte noch durchschaffen? Dieses dumme Spiel. Jetzt ärgert mich das Spiel schon ganz schön. Obwohl es noch ein ziemlich frühes Level ist eigentlich. Es gibt ja irgendwie 38. Selbst wenn es ein Barbding ist, ich will jetzt hier auf Heilung. Ups. Natürlich trifft er mich trotzdem. Ich dachte, ich könnte das noch irgendwie koordinieren. Und das ist Dr. Faustus, glaube ich, vom Namen her. Dem haben wir eventuell noch gar nicht gehört, aber irgendwann sagt er das. Ich will jetzt nicht sterben, echt nicht. Geht doch. Unverwundbar. Wie lange geht das Level noch? Auf die Baumstämme aufpassen, die kommen garantiert wieder. Ja, da konnte ich gar nicht ausweichen. Und wieder von vorne. Okay, das ist bisher das härteste Level. Nicht nur wegen denen am Anfang, denn da hat man ja dann eine Beere noch bekommen und war wieder voll geheilt. Ja, das läuft nicht. Wie soll ich denn dann jetzt drei auf einmal schaffen? Eben hat es aber auch geschafft. Das war aber eher ein Glücksversuch. Ja, so immerhin einmal wird man dann getroffen. Aber das kann man dann in Kauf nehmen. Man muss das aber mit einkalkulieren und dann kann man sich hier die Beere schnappen. Und ist wieder super im Saft. Jetzt auf die... Diese hier. Achten. Und dann er hier. Die Arme reichen aber echt nicht weit. Ich glaube, die Arme vielleicht sogar noch weiter als die Füße. Irgendwas war da an Unterschieden.
Die müsste ich mal selber beobachten, ob ich da einen erkenne. Hier bin ich gestorben. Erst bei den nächsten, glaube ich. Aber das hier ist auch sehr relevant. Man sieht, ich werde besser. Deswegen, man muss so ein Spiel einfach mal ein paar Mal probieren und nicht gleich aufgeben oder mit Safe States arbeiten. Das ist schon schaffbar. Man muss sich nur darauf einlassen und dann macht es auch richtig Spaß, wenn man es geschafft hat. So ein Erfolgserlebnis, so ein Gefühl hat man heute ja gar nicht mehr bei diesen aktuellen Spielen. Denn der Block macht Zähne weiß. Genau. Zähne putzen nicht vergessen. Lernen beim Let's Play. Das ist das Letzte. Da ist doch noch eins, aber das symbolisiert wohl den Boss. Symbolisieren. Nostalgia, die Suche 7. Hui, ich wollte gerade sagen, zum Glück bin ich stehen geblieben und dann kam dann auch einer von links. Boah, so viele Blumen. Falsche Richtung, ich bin dumm. Aber nur halbtags. Wir gucken hier noch, da waren glaube ich zumindest noch Muscheln. Puh, habt ihr das gesehen? Das war... Der hat mich gestreift. Der Blumen, der Sonnenkern. Sonnenblumenkern. Wir gehen aber weiter, ganz sorglos. Hier links ist noch mehr zum Auffüllen. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Ich habe nur noch 2 Leben. Könnte sich sehr rächen. Ich frage mich, wo ich starte, wenn ich ganz Game Over bin. Ob ich dann noch irgendwie eine Chance kriege. Oder irgendwie von ganz Anfang beginnen muss. So ganz zentriert ist es ja nicht. Immer jetzt gerade schon, aber dann kann eine Weile laufen und dann geht das Bild erst mit. Wo kommen die nächsten Baumstämme? Ich habe sie doch gehört. Ich höre sie. Dr. Faustus? Nein. Ja, das... Hä? Was ist... Was haben die sich dabei gedacht? Man musste einmal ins Wasser. Das ging gar nicht anders. Oder man hätte irgendwo eine Säge dann noch bekommen können, aber ich habe keine gesehen. Aber die Muscheln haben schon irgendwie angedeutet, dass man eine Säge braucht. Hilfe! Ich hätte einfach schießen können, aber ich habe so Angst. Der war auch so langsam ungewohnt. Der Weise. Ich nehme die Energie. Ups, der ist jetzt aber schnell. Immerhin, ich schaffe es auszuweichen, auch wenn ich mich nicht traue zu kämpfen. Moment, ist das Wasser? Nee, das ist kein Wasser. Das kann kein Wasser sein. Es sah fast so aus. Das im Vordergrund ist jetzt Wasser. Diese Kartoffeln erwischen mich einfach nicht. Das tut mir ja schon fast leid für die. Das war jetzt ein bisschen Glück, muss ich zugeben. Und dann habe ich es geschafft. Aber ich hätte sowieso einmal getroffen werden können. Oder zweimal sogar. Vielleicht sogar dreimal. So viel Energie habe ich noch. Schön. Puh. Da ist er. Jetzt sagt er es, glaube ich. Alter, Karottenkopf. Na gut. Ne, Kartoffelkopf. Karotten. Ja gut, irgendwo hört... Vielleicht ist es gar nicht Dr. Faustus. Der war dann irgendwo in einem anderen Spiel vielleicht. Wo ist mein Amulett? Das haben bestimmt die Pogo-Brüder. Das könnte jetzt ein bisschen schwer werden mit dreien. Der Dialog wieder. Na klar, du kannst es dir gerne bei uns abholen. Und wir mögen auch Fahnen. Das werde ich auch tun. Ich hoffe, ich schaffe das. Das könnte echt eine Weile dauern. Ich will nicht Game Over gehen, dann muss ich vielleicht die ganze Insel nochmal... Oh nein, hoffentlich nicht. Nostalgia, Pogo-Brüder. Selbe Prinzip wie bei den Pogo-Brüdern der Neuzeit. Nur, dass sie halt zu dritt sind. Und man muss immer unten her. An sich ist es echt nicht schwer. Ich bin noch kein Mal getroffen worden. Ich bin begeistert. Wow, ich laufe einfach durch und bin ganz mutig. Schön, dass die noch so diese Sprünge machen können und nicht sich anders bewegen. Oh, jetzt ja, das war klar. Aber einer ist schon weg von denen. Nein, ich will jetzt nicht noch sterben. Jetzt stirb. Boah, gut. Zweimal getroffen worden, glaube ich, aber hat doch gepasst. Keine Fahne hier, er krebt nur. Und jetzt ist das Amulett da, bitte? Sieht gut aus. Mein Amulett! Ich brauche ein neues Versteck. Ja, wieso versteckst du es denn? Behalt's doch irgendwie am Körper. Häng's um. Oder ist da ein Seelensplitter von Lord Voldemort drin? Hä? Was ist jetzt in... Was? Ist das wieder für eine Slapstick-Einlage? Das Amulett. Yay! Super Bonus!
Herrlich. Da war irgendwie gerade ein Schwinger in der Musik drin, habt ihr das gehört? Irgendwie ist es nach unten gerutscht, wie von einem DJ veranlasst. Da ist ein Drache im Wasser gewesen. Da ist noch ein Drache. Das habe ich noch nie beachtet. Da ist ein Schlangendrachen. Gyarados. Sagt man Drachen auch zu den Wassergeschöpfen? Ja doch, natürlich. Gyarados ist ja auch ein Drachentyp. Aber ich weiß nicht, ob man Pokémon da als Anhaltspunkt nehmen darf. Oh, da bin ich wieder wach. Ja, und weg ist die Statue. Huch. Das ist ja Opas Amulett. Damit wird alles viel leichter, wenn ich es mal einsetzen würde. Mal gucken. Mit Opas Amulett kann ich zu Powerblock werden. Da werden sich die Flöhe ganz schön wundern. War da rechts nicht auch wieder Progo-Brüder? Jetzt sehen wir da einen ganz anderen Gegner. Es wäre ja auch zu langweilig, wenn es nochmal Progo-Brüder gäbe. Ich glaube, die kommen jetzt gar nicht mehr vor. Zweimal war das Maximum. Die Gegner da rechts allerdings, ich weiß nicht, wie sie heißen gerade, aber die sind richtig nervig. Mal sehen, ob ich die dann irgendwann schaffe. Famoser Geisterjagd. Wie kann ich Opas Amulett einsetzen? Würde ich ganz gerne ausprobieren. Vielleicht fehlen mir dafür gerade Muscheln. Aber eigentlich... Es ging irgendwie, aber ich weiß gerade nicht wie. Aber das Video ist eh gerade vorbei. Beim nächsten Mal kann ich das eventuell dann zeigen. Aber ich drücke alle Tasten. Und das müsste eigentlich dann gehen. Wenn mir nicht gerade was fehlt. Nö. Gut, also dann bis zum nächsten Mal. Dann geht's hier weiter. Das Level ist auch nicht so einfach. Es kommen neue Gegner. Wenn ich mich recht entsinne. Und noch viel mehr Spaß. Bis dahin, mein Name ist Sam. Tschüss.